willkommen bei Zurück zum Wort. Ich bin heute mit einem Christen hier, einem Mann Gottes, und es geht heute um das Thema Marienverehrung, Wahrheit oder Irrtum. Ja, zu diesem Thema, zu diesem spannenden Thema, ist in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, eine kleine Abhandlung geschrieben worden. Das soll auch als Büchlein rauskommen. Bald hier ist schon mal ein Vorabdruck, das ist ein Provisorium. Und man sieht hier auch den Untertitel, also Marienverehrung, Wahrheit oder Irrtum, eine biblische Sicht auf geschichtliche Zusammenhänge und gegenwärtige Praktiken. Ich sage euch ganz kurz, worum es in dem Buch gehen soll, bevor wir dann mit dem Initiator des Buches sprechen werden. Also zum Inhaltsverzeichnis, es wird erstmal aufgeführt, welches Verhältnis eigentlich Jesus von Nazareth mit seiner Mutter Maria hatte, angefangen von der Zeit vor seiner Geburt bis nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Also welche Bibelstellen zeigen, in welcher Beziehung Jesus und Maria zueinander standen. Anschließend soll ein bisschen ein geschichtlicher Abriss gegeben werden, woher kommt eigentlich die Praktik der Verehrung der Himmelskönigin. Da geht es ein bisschen um alte Kulturen, um Frühgeschichte, um Antike und natürlich dann bis hin zum Römischen Reich. Der größte Teil des Buches ist dann die katholische Tradition und Praktik, angefangen von den marianischen Dogmen der katholischen Kirche über die katholischen Marienfeste während des Jahreskreises bis hin zu Gebeten wie das Ave Maria, die Verehrung von Statuen und so weiter, Wallfahrten, was eben echte Marienverehrer kennen aus ihrem alltäglichen Leben. Genau, es wird alles aufgeführt hier, aber immer zugleich auch mit Hinweisen zu Bibeltexten. Wir wollen mit Bibeltexten belegen, bestätigen, widerlegen, ob die jeweiligen Praktiken mit der Bibel, der Grundlage unseres Christseins, zu vereinen sind. Ja, und dann hat auch schon das Wort unser Bruder. Also vielleicht stellst du dich jetzt mal vor und sagst, wie die Idee zustande kam, eigentlich etwas niederzuschreiben zum Thema Marienverehrung. Mein Name ist Nick und ich war früher ein absoluter Marienverehrer. Eigentlich einer der schlimmsten, den es gegeben hat. Ich bin nach Altötting gelaufen, zu Fuß, über Nacht, alleine. Bin mit dem Fahrrad dorthin gefahren, bin mit dem Auto bis nach Schio in Italien gefahren, habe dort Marienanbetung gemacht, auf einem Berg. Bin mit dem Fahrrad bis Lourdes nach Südfrankreich gefahren. Und dort habe ich gesehen, was los ist. Und als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, als er mein Herz berührt hatte, und dann habe ich erkannt, dass das alles Lüge ist. Und ich habe nach und nach mehr und mehr in der Bibel gelesen, und mir sind die Augen aufgegangen. Der Herr hat mir die Augen aufgemacht. Der Herr hat mir die Augen aufgemacht. Und als ich erkannt habe, dass das Lüge ist und dass Marienverehrung von den Menschen gemacht worden ist, dass das eine religiöse
etwas Religiöses, Gemachtes von der katholischen Kirche ist. Von da an habe ich eigentlich in meinem Inneren beschlossen, dass alle Menschen erfahren müssten, dass das Lüge ist, dass das Betrug ist, dass es nicht sein kann, weil Jesus ist der Herr und sie, Maria, ist nur ein Mensch. Kannst du deine Aussagen auch irgendwie mit Bibeltexten unterlegen, damit wir auch wissen, woher deine grundsätzliche Glaubensänderung oder Änderung der Einstellung kommt? Gibt es da vielleicht ein paar ziemlich markante Bibeltexte, die du uns sagen kannst? Ja, die gibt es. Und zwar Johannes Kapitel 2. Und zwar die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Und jetzt kommt's. Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er spricht sie in diesem Fall schon nicht mehr mit Mutter an. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Für mich ist es eine prophetische Aussage. Sie spricht zu ihm: Was er euch sagen mag, tut. Die nächste Bibelstelle ist in Markus 3. Und da lesen wir 20, 21. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Da sehen wir, sie war nicht für Jesus, weil bei uns in unserem Sprachgebrauch würde man wieder sagen, er ist von Sinnen, der spinnt, wir müssen ihn holen, er dreht durch. Also war sie in diesem Fall, Maria, nicht für Jesus, sondern sie war eine Gegnerin. Und dann lesen wir ab Vers 31, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm: Sieh, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Sieh, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sehen hier, der Herr spricht, dass die Gläubigen, die Menschen, die an ihn glauben, die sind seine Brüder, seine Schwestern und auch Mutter. Zu diesem Punkt Mutter. Weltweit wird ja Maria als die Mutter Gottes verehrt. Woher kommt das? Wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Bibel dies eindeutig widerlegt. Es ist ein Dogma von der katholischen Kirche gemacht worden.
Und es wurde im Konzil zu Ephesus im Jahr 431 beschlossen, aus diesem Grund, weil die Menschen in Ephesus damals beteten eine Himmelskönigin an. Und die Menschen dort, sie wollten nicht zu diesem Glauben an Jesus Christus kommen, weil es gab da keine Gottesmutter. Und dann haben die damaligen Kirchenväter und Herrscher, diese Herrscher bestimmt, Maria, da haben wir doch jemand, das ist die Mutter Jesu, die nehmen wir her als die Mutter Gottes. Und so ist es geschehen, dass diese Lüge als Dogma in den Schriften der katholischen Kirche mit eingeführt wurde. Und die Menschen wurden so auf einen falschen Weg geführt, dass sie sagten, ja, jetzt glauben wir, ja, es gibt den Jesus und es gibt die Maria und wir können zu dieser Mutter Gottes beten. Was sagst du zu dem Dogma der immerwährenden, fortwährenden Jungfernschaft Marias, dass er in der katholischen Kirche geglaubt wird? Wie kann eine Frau, die ein Kind gebärt, nach dem Gebären noch Jungfrau sein? Kann mir das einer erklären? Ich weiß keinen. Es gibt keinen. Und in der Bibel lesen wir, und zwar in Lukas 2, Vers 7, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie da war. Also, Jesus war der Erstgeborene und sie hatte noch mehr Söhne und auch Töchter. Und dieses ist geschrieben in Markus 3. Markus 6, ab Vers 3. Und hier steht, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Wie kann es sein, dass eine Mutter von 5 Söhnen und Töchtern, wie viele Töchter sie hatte, weiß man nicht, aber wie kann es sein, die so viele Kinder geboren hat, wie soll diese Frau noch Jungfrau sein? Ich sage, Maria war bestimmt eine wunderbare Frau, aber sie ist keine Jungfrau mehr gewesen. Es ist eine große, große Lüge von unserem katholischen Kirchensystem. Und so werden Menschen verführt und zu einem völlig falschen Glaubensweg hingeführt. Wenn dies aus der Bibel so belegt werden kann, wenn dies so offensichtlich ist, wozu wird dann die Marienverehrung oder diese Dogmen aufrechterhalten? Was hat die katholische Kirche davon, dass Maria verehrt wird? Maria wird verehrt. Die katholische Kirche hat als erstes einmal dadurch viele, viele Anhänger bekommen, durch das, dass mal eine Himmelskönigin herbeiführt, ob es Lüge ist oder nicht, das war ihnen wurscht. Man hat auf alle Fälle auch Konstantin, dieser
Kaiser Konstantin hatte mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun, dem hat das gerade gefallen, weil so konnte er das Christentum einnehmen und die Personen in seinem Reich wurden immer mehr und immer mehr. Und er hatte das auch mit ausgenutzt. Und die Menschen wurden einfach, ich sage, eiskalt auf den falschen Weg geführt. Und es ist für mich nicht die Kirche Gottes, sondern eine satanische Kirche. Du hast uns erklärt, dass du auch viel auf Wallfahrten gegangen bist. Was kannst du zu diesem System sagen? In Bezug auf Wallfahrten, ich war so vernarrt in Maria, ich glaube, war der Schlimmste von ganz Bayern. Und möchte sagen, unser Kirchensystem schlägt daraus großen Gewinn. Menschen kommen an Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte, den Altötting, Skio, auch Medjugorje hat es gegeben und überall gibt es. Und Südfrankreich, Lourdes, was ich dort gesehen habe. Damals war es für mich kein Humbug, aber jetzt ist das alles Betrug. Man kann Kerzen kaufen, man kann Figuren kaufen und man kann diese weihen lassen. Kerzen kauft man und dann stellt man sie hin. Desto größer die Kerze ist, umso mehr Geld sie kostet, umso mehr ist doch die Fürbitte von Maria für mich als Mittlerin. Das ist doch eigentlich reinster Wahnsinn. Was wir den Menschen, die glauben wollen, betrogen worden sind. Betrogen durch dieses System, ein Machtsystem, das nur auf den Mammon abgesehen hat. Und ich bitte Gott, dass ihr jetzt dir zuhört, dass ihr zu lesen beginnt, im Wort Gottes und dass euch die Augen aufgetan werden, damit ihr erkennt, wer Maria ist und wer Jesus ist, damit ihr den Unterschied erkennt. Jesus ist Gott, Maria war Mensch. Und darum möchte ich euch alle bitten, lest das Wort aufmerksam. Wir müssen zurückkommen zum Wort. Das Wort Gottes, dieses Buch, die Bibel nennt man sie, ist nicht umsonst geschrieben worden. Sie ist geschrieben worden, damit wir Erkenntnis bekommen über Jesus, wer er ist und was er macht, dass er der Schöpfer ist, der alleinige Schöpfer. Von vorne bis hinten ist sein Name Jesus. Er ist beschrieben von vorne bis zum letzten Blatt. Und er, nur ihm allein, gebührt Anbetung und Ehre. Und darum zurück zum Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich danke unserem Bruder für seine Erklärungen. Wir sind sehr gesegnet worden. In Kürze wird diese Abhandlung auf unserer Internetseite erscheinen, in PDF-Form. Und wir werden das, wie gesagt, auch als kleines, handliches Buch rausbringen. Wer interessiert ist, ein Exemplar zu bekommen, aus eigenem Interesse oder weil er sich denkt, hey, meine Bekannten sollten es auch mal lesen, der kann uns gerne schreiben, www.zurückzumwort.org
Und bei gegebener Zeit werden wir euch dann etwas zukommen lassen. Natürlich wie immer umsonst, denn umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr auch geben. Das ist unser Motto. Seid gesegnet, liebe Geschwister, liebe Katholiken, alle, die uns ansehen, zuhören. Und zurück zum Wort, zurück zu Jesus. Amen.